Yo, Leute, Brandy is back. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben, nachdem wir ein paar Level mit unserem Pokémon erreicht hätten. In der Folge werden wir uns hoffentlich durch die Höhle boxen können. Und ich bin einfach mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir da durch sind. Ich sag's euch gleich mal an, wir werden nur einmal die Pokémon-Liga machen. Und das hat folgenden Grund, dass ich einfach nur First Generation Spiel machen will, quasi. Da gab es auch nur 8 Orden Pokémon Liga, dann war es das auch. Und so will ich das diesmal auch machen. Das heißt, wir machen 8 Orden, machen die Pokémon Liga, wenn wir sie schaffen, schön. Wenn nicht, werden wir so oft machen, bis wir sie haben. Ich bin kein Pokémon Pro, deswegen wird ein bisschen, glaube ich, ein bisschen dauern. Muss ich ehrlich sagen, wehe, der hätte getroffen. Ich schwör's euch, ich hätte jetzt schon Rage Quit und so. Würde ich einfach sagen, machen wir das so. Und dann sehen wir weiter, was die nächsten Projekte sind. Oh verdammt, ich wollte Pokémon wechseln. Oh verdammt, ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Das werde ich auch tun. Und dann am Geistertour. Machen wir mal die Metallklaue. Natürlich, bis schneller, mit Druck zu gehen. Zack, zack. Das war ein wunderschöner Volltreffer ins Gesicht auch. Schön und hoffentlich Level up. Natürlich. Das heißt, wir können direkt auswechseln. Sandan wird eingesetzt. Das heißt, wir können... Ja. Wir können den einsetzen. Machen wir mal Ling in der Hoffnung, dass er was kann. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt effektiv ist oder nicht. Das sehen wir jetzt dann alles gleich. Ich weiß nur, dass das ziemlich blöd enden könnte. Ah, ist immerhin normal effektiv, das reicht mir schon. Giftstachel, wenn du mich giftig machst, dann mache ich dich tot. Hat er nicht, deswegen muss ich ihn nicht tot machen. Habe ich jetzt aber gerade. Tut mir leid, habe ich nicht versprochen. Rattan. Den werden wir... wenn wir mal ein bisschen Täubchen vorne schicken und so, ihr wisst Bescheid. Ein paar Windstöße und dann müsste das die Sache gegessen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Ling da effektiv gewesen wäre. Kann ich nicht sagen. Sehen wir jetzt gleich, ob das was hilft. Ah, ist immerhin normal effektiv. Das reicht mir schon mal. Fürs Erste. Von daher kein Stress. Ich glaube, es sind noch 2 oder 3 Pokémon-Trainer hier. Dann haben wir nochmal ein Pokémon-Center zum Abchecken. Und dann geht es eigentlich auch schon in die Höhle. Ich denke mal, das ist der Plan, den wir jetzt haben. Pikachu wird natürlich etwas... wie soll ich sagen, hat halt etwas seinen Nutzen verloren. Strecken. Jetzt in der Höhle hat er halt nicht so einen Wert. Aber er wird natürlich noch weiter gelevelt. Ist klar. Das war jetzt natürlich auch klar, dass das passieren muss. Warum auch, dass es nicht passiert, ne? Also es muss passieren. Warum auch nicht? Danke, danke. Mit dir habe ich mich übernommen. Ja, das hast du definitiv. Gegengift. Machen wir das so. Eigentlich ziemlich unsinnig, da hinten das Pokémon Center ist, aber einfach mal machen. Einfach machen und nicht fragen, okay? Wir haben hier einen Wanderer, eine Wanderhure, deswegen werden wir ein bisschen das Linglein nach vorne. Für den Fall, dass da wieder so ein Onix mit Steinwurf kommt, werden wir dann auch noch einen Subtrank einsetzen. Ich bin eigentlich fast schon sicher, dass so ein blöder Vollidos keine Chance, du nerviges Bulk. Ja. Ob dem wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Wirklich.
Kann ich nicht sagen. Aber eins ist fix, ich gewinne. Ob ich jetzt mit Ling gewinne oder keine Ahnung wen. Ist ja im Prinzip die Jacke wie Hose. Einen sehr effektiven habe ich ja gegen euch. Und zwar den Affen, den ich da habe. Von daher mache ich mir da keinen Stress. Und ich glaube, sein drittes Pokémon wird ein Onix. Und das macht mich nervös, weil Onix hat ganz schön... So, haut ganz schön rein ab und an. Aha, machen wir mal die Elektroattacken schwächer, obwohl sie eh nutzlos sind gegen euch. Machen wir einfach mal. Einfach so. Das ja, bringt ja auch was. Da ihr ja von Elektroattacken getroffen werden könnt. Also ganz, ganz großes Pokémon hier von unserem, von der Gegner-KI. Ganz großes Pokémon. Ach, Macholo. Ja, das spielt man natürlich in, in die Karten, denn das müsste jetzt eigentlich sehr effektiv sein. Und da habe ich recht und das müsste das auch gewesen sein. Haben wir Glück gehabt mit unserer Wahl. Keinen Steinwurf oder so abbekommen. Beim nächsten Trainer werden wir unser Pikachu ein bisschen noch benutzen. Ling hat ja Level 26 erreicht, das heißt die anderen beiden müssen jetzt auch mal hinterher rushen können dürfen. Beziehungsweise bekommen einfach die Chance dazu. Deswegen Pikachu nach vorne, danach darf unser Täubchen ran. Und das ist der letzte Trainer, oder die letzte Trainerin, so wie ich das sehe. Ja, kein Problem. Im Game, Mauzi hast du da. Level 23 hast du ihn. Oder, nee, in dem Fall ist es ein Sie. Das tut mir jetzt natürlich leid, dass ich da gesagt habe, ihn. Machen wir einfach mal Schockwelle. Ich möchte nur einen Arm-Move machen. So wie in StarCraft. Einfach einen Arm-Move. Zack, super halbiert. Und dann müsste das jetzt auch gewesen sein. Game over. Zahltag wäre natürlich noch besser gewesen. Aber das bringt uns ja eh nichts als Gegner. Oh, das war zu viel des Guten. Ja. Bitte sagt mir, dass keine Trainer mehr kommt. Hier, ihr wisst Bescheid, wo es da lang läuft. Darunter geht's zum Kraftwerk und ihr wisst, glaube ich, Bescheid, wo das hinläuft, führt das Kraftwerk. Da ist ein kleiner Professor. Den können wir doch gleich mal was fragen. Mal schauen, ob er Antworten für uns hat, beziehungsweise ob es vielleicht irgendwas für uns geben könnte. Oh Brandy, ich hab's schon nach dir gesucht. Ich bin's, der allzeit präsente Assistent von Professor Reich. Falls du mehr als 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir von Professor Reich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein, also hast du mindestens 20... Ja, nein. Das tut mir jetzt selber leid, aber... Hab ich nicht, nein, hab ich nicht. Die Trainerin, die nehmen wir definitiv noch mit. Dafür benutzen wir noch Pikachu. So viel jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Das ist natürlich eine optimale Information für uns, denn wir haben noch nie in einer Pokémon-Arena verloren bislang. Da, nee, falsch, Entschuldigung. Wir haben auch schon des Öfteren auf die Fresse bekommen. Habe ich mich gerade geirrt in meiner Wortwahl. Oh. Fuck. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt macht der das. Leck mich doch fett am Sack. Ganz ehrlich. Oh, immerhin habe ich ihn besiegt. Ganz geil. Pipi. Ja. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Das ist selbsterklärend, denke ich mal. Ne? Also... Pipi. Ja, was willst du denn für eine Zugabe? Willst du einen Rückzug hier von mir haben? Ja, ich gebe dir eine Zugabe. Zack, hier. Schön, hier. Ja, Spotlight bringt dir viel. Ich hätte dich sowieso nicht angegriffen, so ungefähr. Hm, blöd gelaufen. Zack. Nummer 1 aus... Nein. Aber wir haben... Ja, wir haben schon vorgesorgt, Leute. Deswegen alles kein Problem für uns. Zack, einfach mal einen Aufwecker reinhauen. Ah, mach du dein Spotlight noch ruhig noch einmal. Habe ich kein Problem mit. Müsste jetzt mittlerweile... Wieso mache ich eigentlich immer noch einen Rückzug?
Okay. Duplexi. Ah, Schelle links, Schelle rechts. Genau, und dann einfach mal schön den dezenten Chaos machen. Nein, nicht schon wieder. Doch. Und zwar mit Karacho. Wir werden als erstes mal das Pokémon ändern. Wäre ja ziemlich blöd von mir, wenn ich jetzt das Pokémon da lasse. Manche Täubchen wird da was reißen. Ich glaube fast schon, es ist gesünder, Monkey mal ein bisschen vorzuschicken, um einfach mal, um einen Kampf mal zu sehen, wie gut die Pokémon-Trainer hier sind. Ich habe keinen Bock, diese Höhle blind zu durchlaufen, deswegen Thunder-Attacke. Aber das ist natürlich wunderschön, wenn man einfach auf einmal alles wieder sieht und man weiß einfach, wo man hintritt und... Oh, yes, baby. Kleinstein. Ja, du bist echt ein kleiner Stein. Einfach mal hier, zack. Und er überlebt. Na, was für eine Attacke war das denn, dass er es überlebt? Wir können das mal ausprobieren. Ich benutze jetzt mal einmal Aeroass. Ah, okay, das heißt, unsere Taube wäre natürlich ein definitives Fressen für die Leute hier. Ah, ja. Wir könnten natürlich auch clevererweise unseren Schutz einsetzen. Nur mal so, also einfach mal um ein paar Pokémon auszuweichen, hat Schutz gefunden. Es hat sich natürlich gerade ergeben. Das müsste ein Psychotyp da sein, das heißt, wir könnten sogar theoretisch das Risiko mit Funke eingehen. Theoretisch. Ob ich jetzt Flug einsetze, ich probiere es einfach mal im Täubchen. Was passiert, passiert, mein Gott. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los. Ja, wir kämpfen. Oh, eine Herausforderung. Pokémaniac Torm. Dragosso, das ist natürlich ganz mies. Ganz, ganz kleines Pokémon von mir, was ich zusammenspiele. Windstoß und es ist nicht effektiv. Ah, das ist normal. Ah, gut, das geht. Boom, Kopfnuss in dein Maul. Au, au, au. Mal schauen, wer mehr aushält. Kopfnuss wird ja mit jedem Angriff stärker, so ungefähr. Aber ich glaube, wir gewinnen es. Ja, spätestens jetzt gewinnen wir es. Spätestens jetzt. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Habe ich gerade gesagt, dass wir es können? Ich meinte natürlich, wir können es nicht. Ruckzucki. Aber wir können es. Wir können es einfach. Wir haben es einfach drauf und deswegen gewinnen wir. Flagmon. Na, da können wir natürlich unser Pikachu ein bisschen Vortritt gewähren. Flagmon, ihr wisst Bescheid. Einfach mal hier, zack, Schockwelle ins Gesicht und das war's. So wird es auch gemacht. Vielleicht erreicht sogar unser Funke dann Level 26. Das wäre natürlich top. Ja, das ist schon blöd gelaufen, Flagmon, für dich. Muss man schon sagen. Rollt er hier rum. Aber er hat so ein geiles Trelol-Face. Also, muss man schon gesagt haben. Ja. Flagmon. Flag. So, Spieler besiegt Pokémoniac Torben. Game over. Tatsache, wir heilen unsere Pokémon. Und damit werde ich dann auch die Folge beenden, meine kleinen Freunde der Nacht. Oder des Tages oder des Mittags. Oder was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hinterlasst mir einen Kommentar, ein Abo, ein Feedback, ein Like. Nee, Spaß, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin, euer Brandy. Tschaußen.